Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Winkel. Heute werden wir uns ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, wie man Winkel denn eigentlich messen kann. Wir haben ja bis jetzt schon circa abgeschätzt, wie man die Größe eines Winkels ermitteln kann, doch jetzt wollen wir das Ganze etwas genauer machen. Die Voraussetzungen, die ihr dafür braucht, sind erstens, was ist denn ein Winkel überhaupt? Dann weiters, was ist denn ein Winkelfeld? Wie kann man circa die Größe eines Winkels abschätzen und was sind denn Grad? Wenn ihr euch bei einem dieser Themen noch nicht ganz so sicher seid, dann könnt ihr eins meiner vorigen Videos anschauen. Ansonsten starten wir gleich los. Wenn ihr gleich mitmachen wollt, dann braucht ihr nur ein Geodreieck und einen Winkel, den ihr abmessen wollt. Doch bevor wir anfangen, Winkel zu messen, schauen wir uns zuerst an, was denn ein Geodreieck überhaupt ist. Hier haben wir zwei Geodreiecke gegenübergestellt, hier einmal ein großes Geodreieck, hier unten ein kleineres. Wir werden in unserer Arbeit meistens mit diesen kleineren Geodreiecken arbeiten, weil sie etwas handlicher sind und wir die großen im Prinzip nur fürs Parallelverschieben oder für sehr große Zeichnungen brauchen. Wir werden jetzt anhand des kleinen Geodreiecks kurz durchbesprechen, was man mit einem solchen alles machen kann. Gleich auf der Vorderseite hier haben wir in 1 cm Schritten Längen aufgetragen. Damit können wir Längen messen und zeichnen. Hier, diese kleinen Striche auf der Seite, sind Gradstriche, das heißt, die sind in Abstand von 1 Grad eingezeichnet. Genauso wie diese zwei Halbkreise, hier einmal dieser durchsichtige auf dieser Seite und hier der gelbe. Sie gehen in verschiedene Richtungen und warum das so ist, beziehungsweise was wir damit machen, werden wir auch gleich durchbesprechen. Zu guter Letzt schauen wir uns noch an, was diese Striche hier bedeuten. Diese Striche kann man zum Parallelverschieben nutzen. Was parallel heißt und was parallel verschieben ist, könnt ihr in Sebastians Videoreihe zu Strecke, Strahl, Gerade anschauen bzw. nochmal aufarbeiten. Hier haben wir einen Winkel eingezeichnet. Wir haben hier die Schenkel A und B und hier haben wir unseren Schnittpunkt S. Dazwischen haben wir unser Winkelfeld. Diesen Winkel können wir zum Beispiel Alpha nennen. Das heißt, A und B schließen jetzt diesen Winkel Alpha mit ein und außerhalb haben wir ebenfalls einen Winkel. Diesen nennen wir in dem Fall Beta. Wir haben im letzten Video gehört, dass wenn wir einmal komplett im Kreis gehen, das insgesamt 360 Grad sind. Das heißt, auch dieser Winkel Alpha plus diesen Winkel Beta hier müssen insgesamt 360 Grad ergeben. Warum das für uns wichtig ist, erfahrt ihr gleich. Um unseren Winkel jetzt auszumessen, brauchen wir unser Geodreieck. Dies legen wir uns einfach mal parat. Im nächsten Schritt werden wir jetzt schauen, dass wir diesen Nullpunkt, das ist die Stelle, wo hier dieser Strich mit 0 ist, genau mit unserem Schnittpunkt übereinbringen. Das heißt, dieser Nullpunkt soll genau hier auf diesem Schnittpunkt liegen und diese Kante hier soll genau auf unserer Linie A, also auf unseren Schenkel A liegen. Das Ganze sollte dann in etwa so aussehen. Wir sehen hier, unser Nullpunkt ist genau auf unseren Schnittpunkt S und unsere Kante liegt auf unseren Schenkel A. Jetzt kann ich hier, weil hier der Winkel Alpha aufgespannt wird zwischen diesen zwei Schenkeln, lese ich auch hier auf der rechten Seite, also ich gehe von meinem Schnittpunkt sozusagen rechts die Linie entlang. Das heißt, ich lese auch auf meiner rechten Seite das Ganze ab. Dementsprechend orientiere ich mich an diesem gelben Kreis, der bei 0 hier unten startet und hier zum Beispiel durch 40 geht. Und nicht an diesen Kreis, der hier unten bei 180 starten würde und rückwärts zählt. Das heißt, wir orientieren uns an den gelben Kreis und hier sehen wir, hier wäre es 0 Grad, hier wäre es 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad und so weiter. Wir müssen das natürlich nicht einzeln abzählen, sondern wir schauen einfach, wo treffen sich diese zwei Dinge denn? Und wir sehen, unser Schenkel B geht hier durch den Wert 40. Das heißt, wir wissen, unser Winkel Alpha spannt zwischen den Schenkeln A und B einen Winkel von 40 Grad auf. Natürlich müssen wir unsere Messung nicht zwangsläufig am Schenkel A starten. Wir können auch den Nullpunkt hier bei unserem Schnittpunkt anlegen und den Schenkel B hier hinaufgehen. Da haben wir dasselbe Prinzip. Wir sehen, hier geht unser Strahl entlang, also unser Schenkel. Das heißt, wir können hier beginnen zu zählen. Jetzt orientieren wir uns hier an diesem durchsichtigen Kreis, nicht mehr an dem gelben Kreis, weil wir sehen, hier zählen wir bei 0 los. Das sehen wir hier, weil wir hier bei 10 und bei 20 sind. Also wir starten hier
zu zählen. Und wir sehen, wenn wir hier runtergehen, wir gehen hier durch 40, also ebenfalls durch den 40-Grad-Winkel. Wir sehen also, egal von welcher Seite wir messen, der Winkel A spannt in beiden Fällen 40 Grad auf. Nachdem wir uns jetzt schon kurz angeschaut haben, wie wir den Winkel Alpha messen können, können wir auch ganz einfach den Winkel Beta ermitteln. Dafür gehen wir auf unsere vorige Überlegung zurück, dass Alpha plus Beta gleich 360 Grad sein muss. Wenn Alpha jetzt 40 Grad ist, dann müssen diese 40 Grad plus Beta zusammen 360 Grad ergeben. Das heißt, wenn ich Beta wissen will, kann ich die 360 Grad minus die 40 Grad rechnen, um zu sehen, wie groß Beta sein muss. Damit komme ich dann auf einen Wert von Beta gleich 320 Grad. Und das heißt, dass wenn ich hier einmal rundherum messen würde, wie man das macht, das schauen wir uns dann später an, würden hier 320 Grad herauskommen. Unser nächster Winkel sieht ein bisschen anders aus. Hier haben wir Winkel Alpha, hier unten haben wir Winkel Beta, wir haben unseren Schenkel A, unseren Schenkel B und natürlich unseren Schnittpunkt S. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie man den Winkel misst, könnt ihr ein kurzes Video pausieren und euch überlegen, müsste der Winkel größer sein als der vorige oder kleiner, also Winkel Alpha, beziehungsweise müsste Beta größer sein als vorher oder kleiner. Weiters könnt ihr euch noch überlegen, ob ihr sogar schon die richtigen Namen den gegebenen Winkel zuordnen könnt, das heißt, was für eine Art von Winkel ist Alpha und welche Art von Winkel wäre Beta. Um nun zu überprüfen, wie groß die Winkel sind, gehen wir genau gleich vor wie vorher. Wir legen unseren Nullpunkt des Geodreiecks auf unseren Scheitelpunkt, schauen, dass wir die Kante des Geodreiecks genau auf unsere Linie, also auf unseren Schenkel A legen. Und dann sehen wir, wir gehen in diese Richtung, das heißt, wir beginnen hier zu zählen, das heißt, wir orientieren uns an diesem gelben Kreis. Jetzt gehen wir einmal rundherum, bis wir zu dieser Linie kommen. Und sehen, dass wir hier bei 131 Grad durchgehen. Das heißt, unser Winkel Alpha wäre 131 Grad. Natürlich könnten wir wie vorher den Winkel Alpha auch auf die andere Art messen, dass wir hier den Nullpunkt ansetzen und hier unsere Kante mit diesem Schenkel hier anpassen. Das ist etwas, das ihr aber auch selbst zu Hause ausprobieren könnt, weil wir werden uns jetzt damit auseinandersetzen, wie wir diesen Winkel Beta messen könnten. Das Problem beim Winkel Beta ist, dass er größer als 180 Grad ist. Das sehen wir, weil er hier über diese 180 Grad, die circa hier werden, hinausgeht. Und das ist insofern problematisch, weil unser Geodreieck maximal 180 Grad messen kann. Das heißt, wir müssen einen kleinen Trick anwenden, um das Ganze zu umgehen. Da wir nicht mehr als 180 Grad abmessen können, können wir sagen, wir zeichnen uns unsere 180 Grad einfach mal ein. Dafür verlängern wir die Linie hier in diese Richtung weiter, sodass wir sehen, dass dieser Bereich hier unten 180 Grad sind. Damit haben wir jetzt den großen Vorteil, dass wir nun hier dieses kleine Stück noch abmessen können und zu den schon vorhandenen 180 Grad dazu rechnen können, denn dann wissen wir, wie groß dieses Stück ist und wie groß der Winkel insgesamt ist. Wie schon gesagt, verlängern wir das Stück hier rüber, das heißt, das hier sind jetzt 180 Grad und wir messen dieses Stück noch ab, um es dazu zu zählen. Um dieses Stück nun abzumessen, gehen wir sozusagen von dieser Seite hier los, denn wir haben die Linie ja da hinüber verlängert, das heißt, wir orientieren uns hier an diesen durchsichtigen Kreis, da der hier unten bei 0 losgeht und aufsteigend ist. Und wir schauen, wo unser Schenkel, unser Geodreieck hier trifft, also welche Winkelgröße er einzeichnet. Und wir sehen hier, es sind 49 Grad. Das heißt, wir haben hier 180 Grad plus diese 49 Grad hier oben ergeben uns dann insgesamt unseren Winkel Beta. Wenn wir uns nun also zusammenschreiben, was wir schon wissen, dann ist Alpha 131 Grad, das haben wir am Anfang abgemessen. Beta besteht aus den 180 Grad hier unten plus den 49 Grad, die wir hier haben. Und wenn wir das zusammenrechnen, bekommen wir 229. Um das Ganze jetzt noch kurz zu überprüfen, sagen wir Alpha plus Beta ergeben hier einen ganzen Kreis. Ein ganzer Kreis besteht aus
360 Grad. Das heißt, wenn ich diese zwei Werte zusammenrechne, müsste 360 herauskommen. Das heißt, ich habe 9 plus 1 ergibt 10. Das heißt, wir schreiben eine 0 hin, merken uns 1. Hier mit 3 plus 3 ist 6 und 1 plus 2 ergibt 3. Das heißt, wir kommen tatsächlich auf unsere 360 Grad. Statt Beta abzumessen, hätten wir es natürlich auch wie vorher machen können und von 360 Grad einfach Alpha abziehen. So wären wir auch auf unsere 229 gekommen. Ihr seht also, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mit Winkeln zu arbeiten, um ihre Größe herauszufinden. Wir werden uns jetzt noch einen weiteren Winkel gemeinsam ansehen. Hier haben wir unseren Winkel Alpha, der ist begrenzt von den Schenkeln A und B. Dazwischen haben wir wieder den Schnittpunkt S und wir werden wie immer versuchen, den Nullpunkt genau auf diesen Schnittpunkt zu legen und die Kante vom Geodreieck genau auf unseren Strahl A, also auf unseren Schenkel des Winkels. Wenn wir das nun tun, machen wir es genau wie immer. Wir schauen, in welche Richtung geht unser Strahl. Er geht hier nach rechts, das heißt, wir beginnen hier zu messen. Wir orientieren uns also an diesem gelben Kreis und wir gehen hinüber, bis wir den Strahl treffen. Das Problem, das wir nun haben, ist allerdings, dass dieser Strahl, dieser Schenkel, ein bisschen zu kurz ist. Das heißt, wir können den Wert nicht genau ablesen. Er wird irgendwo im Bereich 100, 101 Grad sein, aber wir sehen es nicht so genau. Das heißt, um dieses Problem zu lösen, könnten wir unsere Strahlen einfach verlängern. Das Ganze sieht dann circa so aus. Ich habe hier den Strahl A, also den Schenkel, nur ein bisschen länger gemacht, genauso wie den Schenkel B. Damit habe ich nichts an meinem Winkel Alpha verändert. Ich kann nur hoffentlich den Wert etwas besser ablesen. Wenn ich nun mein Geodreieck wie vorher anlege, dann schaue ich wieder, ich gehe hier nach rechts, weil der Strahl nach rechts geht. Ich gehe den gelben Kreis entlang und sehe, dass mein Geodreieck jetzt hier auf den Strahl trifft. Das heißt, wir sind bei 100 Grad und damit haben wir unseren Winkel Alpha bestimmt. Wenn wir uns jetzt überlegen würden, wie groß der Winkel Beta ist, könnten wir beispielsweise wieder 360 minus unsere 100 Grad rechnen und wüssten, dass der Winkel, der hier rundherum wäre, genau 260 Grad groß wäre. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen und freue mich schon, euch das nächste Mal wiederzusehen. Bis bald!